Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Blockchain oder eben die Blockchain in der Energiewirtschaft. Natürlich stellt sich erstmal die Frage, was genau ist eigentlich die Blockchain? Schlussendlich ist das eine Technologie, die ja seit einigen Jahren diskutiert wird, vor allem rund um den Bitcoin und andere Kryptowährungen. Aber es gibt eben auch andere Anwendungen für die Blockchain-Technologie und da sind eben auch ein paar Sachen in der Energiewirtschaft vorstellbar. Aber wie genau funktioniert das Ganze jetzt? Also erstmal gibt es einen sogenannten Ledger. Das ist praktisch ein zentrales Stammbuch oder ein Register, in welches alle Transaktionen und Vorgänge geschrieben werden. Die werden aber dezentral da reingeschrieben. Das heißt, es war eine zentrale Sammelstelle für alle Vorkommnisse. Diese werden aber eben durch alle Teilnehmer dort hineingeschrieben. Darüber hinaus gibt es die namensgebenden Blöcke. Das sind im Prinzip aneinandergereihte Transaktionsinformationen. Die Blöcke sind praktisch die eigentlichen Vorkommnisse, die Inhalte davon, die eben wie Blöcke in einer Kette aneinander gehangen werden und da kommt der Name Blockchain her. Ein ganz entscheidender Punkt der Technologie ist der eigentliche Algorithmus dahinter, der die Validierung und Verifizierung der ganzen Transaktionsinformationen vornimmt, der also bestätigt, dass die Vorgänge, die hier dargestellt werden, auch tatsächlich so stattgefunden haben. Und das Ganze geschieht eben dezentral, sodass eine ja gewissermaßen höhere Sicherheit besteht, weil es eben viele verschiedene dezentrale Bestätigungen sind, statt dass es nur eine zentrale Stelle machen würde. Und schlussendlich ist der wichtigste Aspekt, dass das Ganze eben peer-to-peer stattfindet. Also nicht über eine zentrale Handelsstelle, sondern jeder Einzelne miteinander in der Kommunikation steht und dementsprechend die Transaktionen und Informationsflüsse von jedem Teilnehmer an jeden Teilnehmer jederzeit geschehen können. Kurz gesagt, es gibt ein zentrales Register oder Stammbuch, in welches alle Transaktionen hineingeschrieben werden. Diese werden dezentral als Blöcke aneinandergereiht und eben peer-to-peer hin und her geschickt. Und das Ganze wird am Ende mit einem Algorithmus nochmal validiert und verifiziert. Und das ist schlussendlich die Blockchain-Technologie. Der größte Rechenaufwand wird dabei für die eigentlichen Transaktionen, aber vor allem für eben diese Validierungsrechnung verwendet. Das heißt, der Algorithmus, der im Hintergrund jederzeit bestätigt, dass ja alles gerade valide ist, dass alles genau so stattgefunden hat, wie es dargestellt wird. Das ist eigentlich der hauptsächliche Rechnungsaufwand. Anfang 2017 gab es schon mal einen Artikel, der so durch die Presse in der Energiewirtschaft ging, namens der überflüssige Versorger. Damals ging es darum, dass es so erste prototypische Anwendungen gab, wie die gesamten Prozesse zwischen einer Erzeugungsanlage und den Verbrauchern ja automatisch stattfinden konnten über eine Blockchain-Technologie und damit eben ein Energieversorgungsunternehmen, das ja klassischerweise diese Prozesse übernehmen würde, überflüssig ist. Nun gab es tatsächlich verschiedene Prototypen. Typische Pilotprojekte, die sowas auch hier in Deutschland gemacht haben, aber so richtig übergreifend ist es bisher nicht passiert, auch wenn es dafür verschiedene Pilotprojekte auch bis heute noch gibt. Aber der Energieversorger ist bis heute nicht überflüssig geworden. Deswegen stellt sich ja nun aber mal die Frage, was könnte denn die Blockchain in der Energiewirtschaft tatsächlich machen? Wo könnte die wirklich greifbar eingesetzt werden? Und es gibt ja verschiedene Ideen. Einerseits kann diese Technologie, weil sie da gerade rund um die Bitcoin dort natürlich auch schon seit einigen Jahren bekannt ist, für Zahlungsabwicklung verwendet werden. Das ist zum Beispiel rund um eine ja dezentrale Lademöglichkeit für Elektromobile durchaus interessant. Schlussendlich ist sie genauso gut dafür geeignet, eine ganz allgemeine Vernetzung von Anlagen, also von Assets hinzubekommen und dort eben die Transaktionen zu übernehmen. Das heißt, so im Smart Grid, im intelligenten Stromnetz mit vielen dezentralen verteilten Anlagen könnte es durchaus sein, dass eine Blockchain-Technologie, die ja geradezu automatische Ausrichtung und eben der Austausch zwischen diesen Anlagen und den Informationsaustausch zwischen diesen Anlagen übernehmen könnte, ohne dass das Ganze eben nochmal über irgendeine zentrale IT-Stelle laufen müsste. Aber das wahrscheinlich größte Potenzial gibt es im Bereich des Energiehandels. Das ist jetzt genau der Ansatz, der auch in dieser Idee mit dem überflüssigen Versorger ja schon angesprochen wird. Man sorgt dafür, dass Erzeugungsanlagen und Verbraucher schlussendlich jetzt hier über eine Handelsplattform miteinander vernetzt werden können und weitestgehend automatisch miteinander kommunizieren können und eben auch je nachdem, was gerade irgendwo angeboten wird und was gerade irgendwo gebraucht wird, ja, live und in Echtzeit hier die Verträge zum Beispiel ausgehandelt werden können und das Ganze damit eben viel, viel schneller und effizienter laufen würde, als es bisher über die Strombörse oder andere Over-the-Counter-Prozesse passieren kann.
Aber es ist eben auch wirklich wichtig, dass dabei richtige Vorteile entstehen und dass es eben nicht nur eine technische Spielerei ist oder der große neue Trend im Bereich der Digitalisierung, der nun schon seit einigen Jahren in der Energiewirtschaft auch so vor sich hergetragen wird, der aber eben noch so wenig wirklich greifbare Sachen hervorgebracht hat. Und da ist der Bereich des Energiehandels, so richtige Handelsplattform, eigentlich das Greifbarste, weil es da auch schon einige größere Projekte gibt, bei denen auch richtig große Energiekonzerne mit dabei sind, viele, viele Energieunternehmen schon mit Handeln. Schlussendlich ist zu sehen, was bringt es wirklich für Vorteile, und das ist eben der Automatismus zwischen den verschiedenen Teilnehmern, diese Peer-to-Peer-Handelsmöglichkeiten. Und das ist tatsächlich etwas, wo man Blockchain super effizient jetzt schon einsetzen kann, wo es auch weitere Wachstumsmöglichkeiten gibt. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu? Gibt es irgendwelche Ideen oder habt ihr coole Beispiele für die Anwendung der Blockchain in der Energiewirtschaft? Dann schreibt die mal in die Kommentare zu diesem Video. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal, gebt einen Daumen nach oben für dieses Video und schaltet wieder ein hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.